Ja, wir freuen uns total, heute hier zu sein und über ein super spannendes Thema zu sprechen, nämlich wie wir mit KI im Gesundheitswesen unser aller Lebensqualität verbessern können und vielleicht sogar Leben retten. Genau. Ja, ich freue mich auch riesig, wieder da zu sein. Jetzt schon zur zweiten Runde, The Future. Und wir haben ja auch letztes Mal schon über KI gesprochen, so im Ausblick, was kann mit KI alles bewegt werden, was wird sich vor allem in den nächsten 10 Jahren verändern. Und da sind wir auch zum Ergebnis gekommen, dass KI wirklich so eine Schlüsseltechnologie ist wie das Internet, die in alle Lebensbereiche Einzug gewinnt und auch weiterhin gewinnen wird. Ja, und es gibt Studien, verschiedenste Studien, die besagen, dass gerade in den nächsten 10 Jahren wirklich im Bereich der einen zweistelligen Billionenbetrag Innovation und Wachstum möglich sein wird, eben durch KI, wie wir das vom Internet schon kennen aus der Vergangenheit. Genau, so, jetzt ist ja die Frage, was ist denn überhaupt KI? Und KI ist ja auch einfach, wie es oft bei so ja, frühen Innovationen ist, so ein riesengroßes Buzzword und jeder versucht auch so ein bisschen mit drauf zu springen, so wie das eben am Anfang vom Internet auch war. Und deshalb wollen wir nur ganz kurz nochmal für die Zuschauer, die letztes Mal nicht dabei waren, sagen, wenn wir von KI sprechen, was wir damit meinen. Und grundsätzlich gibt es drei Formen von KI. Das eine ist so, wir nennen das traditionelle KI, das heißt regelbasierte Systeme, wie man das zum Beispiel auch bei ja, früheren Fahrerassistenzsystemen aus dem Auto kennt oder weil jetzt hier gerade die Sonne rauskommt, ja, das Rollo, was runtergeht, nach Tageszeit programmiert oder nach Einfall von Sonnenlicht, da programmiert sozusagen der Mensch die Maschine. Und das spannende Thema, was jetzt aber in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen hochgekommen ist, ist sogenannte schwache oder enge KI. Da ist es so, dass der Mensch zwar die Maschine programmiert, die Maschine generiert, aber die Parametrisierung, also das Einstellen, wie die Maschine dann genau funktioniert für die bestimmte Fragestellung, das lernt die Maschine selber. Und das nennt man dann Machine Learning oder maschinelles Lernen. Und das ist auch der Fokus, den wir haben. Ja? Und wenn man dann so ein bisschen in die Medien schaut, dann gibt es oft, ja, so KI, wird die KI mal die Menschheit irgendwie erobern und die Terminator und Ex Machina oder der Wall-E. Das ist so diese starke KI, also die Artificial General Intelligence. Und da sind wir noch sehr weit von weg. Ja, also keine Angst, so schnell wird kein Terminator kommen. Wir haben das im letzten Call auch noch deutlicher dargestellt, warum das so ist. Ja, da fehlen noch Ergebnisse aus der Forschung. Und ich zitiere immer wieder gerne einen der Gurus in der Szene, den Andrew Ng, der gesagt hat, ja, also wenn wir uns heute Sorgen machen um eine starke oder eine generelle KI, dann ist es so ein bisschen, wie wenn wir uns Sorgen machen würden, dass wir bald eine Überbevölkerung auf dem Mond, auf dem Mars haben. Aber was brauchen wir für KI? Ganz wichtig, damit es überhaupt funktioniert. Daten. KI ist ohne Daten nicht denkbar. Daten sind quasi das, womit die Maschine lernt. Insofern müssen wir sie mit Daten füttern. Und insofern sind Daten eine Grundvoraussetzung, um das betreiben zu können. Und deswegen sind auch KI und Digitalisierung ganz eng miteinander verheiratet. Ja, alle reden über Digitalisierung, die ja auch jetzt gerade in der Pandemie vorangeschritten ist, weil wir mit Daten Insights gewinnen können und bessere Entscheidungen treffen können, um uns auch durch diese Situation, in der wir sind, steuern zu können. Ja, und Daten sind eben auch das, was eine Maschine braucht, um zu lernen. Und insofern hat die Digitalisierung, auch die jetzt durch die Pandemie einen Aufschwung erlebt hat, auch die Anwendung von künstlicher Intelligenz nach vorne gebracht, was ich wirklich sehr spannend finde zu beobachten. Und ja, da werden wir gleich einige Anwendungsbereiche sehen. Das mit den Daten ist ja so eine Sache. Ich bin ein großer Verfechter von Datenschutz, ja, gerade wenn es um persönliche Daten geht. Und das ist natürlich auch immer ja, Fluch und Segen zugleich und kann natürlich auch Hindernisse in einer Anwendung hervorbringen, die aber auch wichtig sind und die man sich angucken muss. Insofern sehen wir auch in unterschiedlichen Bereichen im Gesundheitswesen unterschiedlichen Fortschritt, was die Anwendung von KI betrifft, nämlich immer dort, wo ich keine personenbezogenen Daten habe, sondern zum Beispiel Daten von Molekülen, von chemischen oder biologischen Informationen, von Krankheitserregern, da sind wir schon viel weiter. Also die Pharmaindustrie hat da schon einen riesengroßen Sprung gemacht. Da werden wir auch gleich in ein paar spannende Use Cases reinschauen. Und immer dort, wo es um personenbezogene Daten geht, meine eigene Krankheitsgeschichte zum Beispiel, meine Risikofaktoren, da müssen wir immer ein bisschen mehr aufpassen. Und da sind wir natürlich auch in vielen Bereichen noch nicht so weit, wie wir vielleicht sein könnten.
Genau, und ja, wie schon vorher auch eingangs gesagt vom Daniel, wir haben uns vor einem Jahr ungefähr Gedanken gemacht und auch mit dem Thema, mit dem Hype-Thema KI im Gesundheitswesen, AI in Healthcare beschäftigt, durften dann in dem Buchbeitrag eben wirklich mal, also für uns auch selber schauen, ja, es gibt so viele Startups, es gibt so viele Anwendungsbereiche und wir haben für uns selber eigentlich so einen Drang verspürt, das irgendwie mal zu clustern, ja, das was so Data Scientists ja auch gerne machen, mal die Muster sozusagen zu erkennen und die Gemeinsamkeiten und dann haben wir für uns einfach diese 6 Cluster oder die 6 Themenbereiche herausgearbeitet und da wollen wir euch gerne einfach mitnehmen auf eine Reise jetzt in den nächsten 20 Minuten und diese Cluster durchgehen. Und natürlich, klar, das Thema Wirkstoffforschung, die Pandemiebekämpfung, Forecasting, Logistik, also das alles ist natürlich jetzt nochmal vor dem Hintergrund der 5. Welle, glaube ich, die wir mittlerweile haben, hat auf der einen Seite sehr viel Schub bekommen, weil natürlich auch sehr viel Geld reinfließt und auch sehr viel auf einer Seite Schaden entsteht, ja, leider Gottes. Aber auf der anderen Seite gab es auch wirklich einige Durchbrüche jetzt auch im Vergleich zu dem, was wir noch vor einem Jahr gesehen haben. Also von daher freuen wir uns und steigen auch gleich ein, nämlich in das allererste Thema Diagnostik. Ja, die von euch, die schon ein bisschen was über KI wissen, die wissen, mit Machine Learning, mit KI ist es vor allen Dingen möglich geworden, jetzt eben auch unstrukturierte Daten zu bearbeiten. Ja, also wer das noch so kennt von Excel, wenn man versucht hat, ein Bild in Excel reinzuladen, ist irgendwie schwierig. Ja? Man kann das zwar so drüber bappen, aber wenn man dann die Pixel irgendwie versucht, in Excel darzustellen, ist nicht so einfach. Und bei der Diagnostik geht es ja sehr viel darum, Bilddaten zu verarbeiten, also bei der Radiologie zum Beispiel. Und da ist es wirklich so, da gibt es einige Studien, also wir verweisen auch in unserem Artikel drauf, wo nachweislich Erkennung von Tumoren, Erkennung von Anomalien auf Bildern zumindest sehr gut unterstützt werden kann. Ja, also wir sagen nicht, dass KI und dass diese Bilderkennung den Arzt ersetzt. Übrigens auch generell für all diese Felder ist es immer eher eine Unterstützung. Aber gerade diese Erfahrung, die ich halt kumulieren kann, wenn ich diese ganzen Daten verfügbar habe, aus ganz, ganz vielen Bildern, da habe ich halt sehr schnell quasi eine KI, die eine Erfahrung hat von ja, 1 Million Ärzte, die 1 Million Jahre lang Radiologie gemacht haben. Ja, und das ist einfach ein tolles Instrument. Und genau, so ein anderes Feld, wenn wir über unstrukturierte Daten sprechen, ist neben den Bildern auch Klang. Ja, also wir haben einige Startups jetzt gesehen, auch im KI-Bundesverband zum Beispiel, die forschen, Covid alleine vom Klang am Telefon oder vom Husten zu erkennen. Und das dritte Feld ist das ganze Thema Text. Also wenn man sich überlegt, ja, wie viele Ärzte schreiben ja ihre Diagnosen meistens in Prosa oder in einer Art kodierter Diagnostiksprache auf, meistens physisch sozusagen. Wenn man sich mal überlegt, was da für ein Riesenpotenzial schlummert bei so einer digitalisierten Patientenakte, um überhaupt Muster zu erkennen, ne, welche Behandlungen wie gut funktionieren und sowas auf einer globalen Ebene in Echtzeit, gerade für so ja, neue Krankheiten, die gerade erst entstehen. Das ist natürlich ein Megapotenzial, ja, aber kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, dass natürlich auch super, kritische Daten, ne, und da... Ja, und das ist für mich eins der Beispiele, wo einfach Digitalisierung und KI eng miteinander zusammenhängen. Ich sagte es eingangs, ja. Ich denke, viele, viele kleinere Arztpraxen arbeiten einfach noch viel mit Papier. Ja. Und dort, wo digitale Daten einfach schon vorhanden sind, werden dann überhaupt erst KI-Use Cases relevant. Ja. Ja. Insofern haben wir, da sind wir vielleicht in ein paar Kliniken, in ein paar größeren Kliniken schon weiter. Da sind sicherlich auch außerhalb von Deutschland andere Nationen schon ein bisschen weiter. Da muss man sich einfach schauen, einfach sich angucken, inwiefern kann man die Patienten da eben auch mitnehmen auf die Reise und sie dazu bringen, natürlich unter den ganzen Vorzügen, die sie von KI haben, dann auch ihre Daten zu teilen. Und das bringt mich zu einem zweiten Feld, was wir uns angeguckt haben, nämlich Precision Medicine oder individualisierte Gesundheitsvorsorge. Ich glaube, zu Precision Medicine haben wir schon viel gehört von Professor Doyen, wo wir wirklich mit KI und datengetriebenen Verfahren eben ableiten, welche Medikamente mit welcher Wahrscheinlichkeit bei welchem Patienten wie gut anspringen. Ja? Wenn wir jetzt mal noch nicht in den klinischen Bereich begeben, sondern mal bei uns selbst anfangen, zur Vorsorge, ja? Da gibt es auch einige spannende Anwendungsfälle,
ein Beispiel, was ich sehr mag, ist das Thema Ernährung. Ja, ich glaube, in der westlichen Medizin vielleicht immer noch ein bisschen unterschätzt, ja, wie wir mit der Ernährung eigentlich unsere ganze Gesundheit beeinflussen. Und auch da gibt es Apps, die kann ich im privaten Bereich für mich anwenden. Ich willige ein, meine Daten anonymisiert mit der Masse aller anderen App-Nutzer zu teilen, bekomme aber als Benefit aus diesem Datenpool abgeleitet Erkenntnisse einer Maschine, die herausgefunden hat, dass bei mir, weil ich in die und die Gruppe von Menschen gehöre, die und die Art von Nahrung gut ist, ja, weil sie eben nicht zu einem Anstieg meines Blutzuckerspiegels führt, wohingegen dieselbe Nahrung vielleicht bei jemand anders nicht empfohlen wird. Ja, man hat eben herausgefunden in Studien, dass selbst bei identischen Zwillingen ein und dieselbe Mahlzeit komplett unterschiedliche Reaktionen im Metabolismus, im Stoffwechsel verursacht. Und forscht eben weiter daran, wirklich auf Basis der Erkenntnisse, die man eben da hat, herauszufinden, was ist die beste Ernährung für mich. Ja? Das macht natürlich, vielen etablierten Diätproduktenanbietern wird das vielleicht nicht so schmecken, weil man vielleicht endlich herausfindet, dass diese klassischen Diäten, one fits all, einfach nicht funktionieren. Ja? Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, wo ich auch für mich selbst beginnen kann, bevor ich mich zu einem Arzt begebe, sind sogenannten Symptom-Checker-Apps. Ja, also wo ich gerade vielleicht in Zeiten einer Pandemie, wo ich eine überfüllte Arztpraxis lieber vermeiden möchte, für mich zu Hause erstmal in einer Art Abfrage meine Symptome eingebe und dann eine gewisse einen Hinweis darauf bekomme, okay, sollte ich zum Arzt gehen oder kann ich vielleicht mit anderen Möglichkeiten erstmal, weil das Ganze mit hoher Wahrscheinlichkeit harmlos ist, für mich selbst vorsorgen. Natürlich müssen wir ja mal aufpassen, da bewegen wir uns natürlich auch in so ein ethisches Thema rein. Mhm. Ja? Also inwiefern verlasse ich mich auf die App? Wo ist da meine Verantwortung als Patient selbst? Wo ist eine Verantwortung eines Arztes? Ja? Aber ich denke auch an Menschen, die vielleicht in ländlichen Gegenden leben, wo sie auch abwägen müssen, fahre ich jetzt irgendwie 50 oder 100 Kilometer zum Arzt, um mich behandeln zu lassen? Gehe andere Risiken damit ein oder versorge mich vielleicht selbst zu Hause. Und gerade auch in Entwicklungsländern ist es ein spannendes Anwendungsfeld, wo es vielleicht gar keinen Arzt gibt, auch nicht in 100 Kilometern Entfernung, aber vielleicht eine gut ausgebildete Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger, der mit so einer Symptom-Checker-App einfach zumindest mal die Grundversorgung sicherstellen kann. Und ich denke, auch da müssen wir einfach schauen, je nach Anwendungsfall und je nach Situation, wie bringen wir hier den Einsatz von künstlicher Intelligenz wirklich zusammen mit einer menschlichen Intelligenz, um für einen Patienten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Sehr gut, genau. Und ich glaube, man macht es ja eh schon. Ne? Also man recherchiert ja sowieso im Internet, welche Symptome. Und da ist dann eher die Frage, wie verlässlich sind die Quellen? Und gerade wenn man ein kleines Kind zu Hause hat, ja, dann ist man immer besorgt, wenn eine kleine Beule ist und weiß nicht, muss ich jetzt zum Arzt, muss ich nicht zum Arzt. Aber klar, wenn man natürlich dann einen Fall hat und das wird natürlich dann auch kommen, wo man dann zu spät beim Arzt war, dann ist es wieder eine schwierige, auch ethische Fragestellung. Genau, und du hast kurz das Thema Pflege erwähnt und grundsätzlich auch die Unterstützung von Ärzten. Ja, und ein ganz, ganz großes Feld, auch schon sehr lange relevant im Bereich Healthcare, auch im Bereich, also grundsätzlich Industrie, ist die robotergeschützte, also Unterstützung von Ärzten durch Roboter, sagen wir mal. Ja? Und da gibt es zwei Felder. Das erste ist die Chirurgie. Also es gibt mittlerweile auch wirklich Studien, die das beweisen, dass bei gewissen Eingriffen diese robotergeschützte Chirurgie wirklich bessere Ergebnisse generiert. Also das heißt kürzere Regenerationszeiten, höhere operative Erfolge, weil einfach eine, also gerade bei sehr, sehr fein filigranen Operationen eben einfach die Unterstützung durch so, zum Beispiel gibt es eine Firma, ein Startup auch aus den USA, die ein Cyberknife entwickelt haben. Ich glaube, wir sind noch relativ weit davon weg, so wie in den Science-Fiction-Filmen, dass der Roboter selbstständig operiert, ja, aber einfach diese Unterstützung, diese Genauigkeit. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema, was ich persönlich auch besonders relevant und spannend finde, wo wir auch bei der AT zusammen mit der Uni in Stuttgart und mit der Diakonie und mit dem Fraunhofer zusammenarbeiten, ist, da geht es um das Thema Pflegeroboter. Ja? Also gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie wird es nochmal deutlich, was für einen Bedarf einfach im Bereich der Pflege haben. Ich selber habe mein CV auch in der Alten- und Krankenpflege gemacht damals, also ich kann mich noch daran erinnern.
Schade, dass es da keine Zivis mehr gibt. Und beim Thema Pflege und Roboter denkt man aber gleich so, oh mein Gott, ja, diese Beispiele, was ich aus Japan, jetzt kümmert sich da nur noch irgendein Roboter um die alten und auch kranken, vielleicht sterbenden Menschen. Ich glaube, darum geht es gar nicht, ne? Sondern was wir zum Beispiel gemacht haben mit diesem Projekt, da geht es einfach darum, viele alte Leute, die trinken einfach zu wenig Wasser, zu wenig Flüssigkeit, die dehydrieren, teilweise auch dann mit Demenz verbunden und das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Und was wir gemacht haben, einfach ein Roboter, der einfach den Herrschaften Getränke also anbietet und der erkennt, das war relativ schwierig umzusetzen mit Deep Learning, Algorithmen, Bilderkennung, ja, wie viel Flüssigkeit, wie viel Wasser ist denn noch im Glas drinnen? Ja, und das sind so Beispiele eben, die jetzt schon funktionieren und die man jetzt schon einsetzen kann, wo man wirklich die Pflegekräfte halt deutlich entlasten kann in ihrer vor allen Dingen halt menschlichen Arbeit, die so wichtig ist. Was ich immer wichtig finde bei dem Thema KI im Gesundheitswesen, es geht ja nicht darum, den Arzt oder die Pflegekraft abzuschaffen. Es geht immer um die Unterstützung. Ja, und wenn ich jetzt gerade wieder an die Nachrichten denke, die uns ja alle jetzt in der Pandemie immer wieder erreichen, schubweise Ausbruch im Krankenhaus, Pandemie, ja, da sind ja immer noch Pflegekräfte, die dort vor Ort im Einsatz sein müssen. Ja, und wenn man da natürlich auch mit Pflegerobotern hantieren kann und spielen kann, kann man auch, sage ich mal, in so einer kritischen Situation wie so einem Ausbruch, ja, einfach auf einen Roboter setzen, der eben kein Übertragungsrisiko oder vielleicht ein deutlich geringeres genau. zumindest hat. Ja. Ne? Wenn wir uns generell Prozesse anschauen, die wir haben in Pflegeeinrichtungen, aber nicht nur dort, sondern auch bei Krankenkassen, bei allen Akteuren, die im Gesundheitswesen unterwegs sind, da können wir uns viel abschauen aus anderen Industrien, wo es einfach um das Thema Prozesseffizienz geht. Ja, und das ist jetzt ein weiterer Bereich, den wir uns angeschaut haben. Und da fällt mir ein Beispiel ein, das ganze Thema Service Management, ja, wie es zum Beispiel Enterprise Service Management Lösungen anbieten, wie die Serviceware, für die ich arbeite. Da können wir auch ziemlich viel machen. Ja, im Customer Service Management kommen Anfragen rein. Ich kann zum Beispiel vorhersehen, wie hoch wird mein Anfragevolumen sein und kann dementsprechend mein Staffing im Callcenter ganz anders aufsetzen. Oder ich kann Fragen antizipieren und kann versuchen, in einer Art Self-Service, vielleicht auch mit einem Chatbot im Einsatz, dem Kunden zu helfen, ohne dass er mit einem Mitarbeiter sprechen muss, was ja auch Zeit und Geld kostet und vielleicht auch nicht unbedingt die Qualität des Ergebnisses liefert, die es braucht. Ich glaube, du hattest noch einen Anwendungsfall. Genau, das ganze Thema Logistik. Ne? Wir haben uns ja jetzt gemerkt, dass auch mit der x-ten Welle dann trotzdem wieder zu wenig Impfstoff da ist und so weiter. Und da fragt man sich ja, ja, kann man da nicht was machen? Und was wir wissen, ist, dass zum Beispiel auch BioNTech KI einsetzt, um die Logistik zu optimieren. Ja, und da geht es dann auch um so Fragestellungen zum Beispiel wie, ja, wie groß ist denn, also macht es Sinn, dass man jedem Hausarzt dann diese 200er Packungen schickt vom Impfstoff, wo dann vielleicht das Risiko, dass mehr weggeschmissen wird, größer ist? Oder macht es Sinn, dass man vielleicht kleinere SKUs, man kennt das aus dem Handel, ja, also kleinere Paketierung macht, aber dann ist natürlich der ganze Handling-Aufwand größer und hier kommen überall Systeme zum Einsatz, die dann eben auch intelligent ja, verteilen, wer was wie viel bekommt. Ja. Aber kommen wir auch später nochmal drauf, das ganze Thema Prognose, Forecasting, auch wirklich zu wissen, ja, wer braucht denn wie viel, das ist halt eben dann auch wieder teilweise eben eine Datenherausforderung. Ja. Und beim Thema Geschwindigkeit generell, ne? Also ich meine, das eine ist, dass ich schnell die richtigen Wirkstoffe dahin bringe, wo sie genutzt werden, aber da hängt natürlich noch viel mehr dran, wie schnell ich eigentlich auf die richtigen Wirkstoffe komme. Ja, und da sind wir beim nächsten Thema, beim Cluster 5 sozusagen, super spannendes Feld, nämlich diese Wirkstofferkennung, Drug Discovery und das Finden von Wirkstoffen. Genau, also die Wirkstofffindung ist ein Teilbereich von dem ganzen Thema Medikamentenentwicklung. Und bei der Wirkstofffindung hat man einfach die Herausforderung, für ein Zielprotein, einen neuen Krankheitserreger, wo man jetzt sagt, okay, ich möchte ein Medikament dafür entwickeln, zu sagen, welches von diesen Trilliarden von möglichen Molekülen kann dort andocken und kann diesen Krankheitserreger deaktivieren. Vor einigen Jahren hat eine Medikamentenentwicklung noch so viele Jahre gedauert, weil man eben mühevoll im Labor diese Moleküle erzeugen musste, um dann eben zu schauen, wie gut passen sie denn jetzt zu diesem Erregerprotein. Und da spielt KI eine große Rolle, auch heute schon. Da gibt es, es wird tatsächlich schon viel angewendet.
Und die KI unterstützt eben, um aus bekannten Beziehungen zwischen, okay, dieses Molekül funktioniert für dieses Zielprotein ganz gut als Deaktivator oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Daraus kann ich dann auch für ein neues Protein ableiten, mit welchem Molekül kann ich da jetzt rangehen. Und da gab es, glaube ich, eine spannende Entwicklung von Google, auf die wir aufmerksam geworden sind. Vielleicht magst du dazu nochmal? Ja, genau. Das Thema AlphaFold, so heißt es nämlich von Google, finde ich insofern sehr spannend, weil diejenigen, die von euch ein bisschen das Thema KI verfolgen, haben sicherlich gehört, dass Google vor einigen Jahren eine englische Firma gekauft hat, DeepMind, und die haben dann einen Algorithmus programmiert, der ganz viele Atari-Spiele spielen kann. Und der hat es dann auch geschafft, die asiatischen Großmeister in diesem asiatischen Schachspiel Go zu schlagen. Und das war ein Riesendurchbruch, da hätte man nicht damit gerechnet, dass KI das überhaupt hinbekommt, weil es super komplex ist. Und jetzt haben sie eben eine Anwendung gefunden, die auch was bringt sozusagen, ja, also die wirklich die Menschheit nach vorne bringt. Und das ist eben die dreidimensionale Faltung von Proteinen vorherzusagen, besser analysierbar zu machen. Und das war bisher einfach nicht möglich aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten. Und es gibt zum Beispiel Ideen, dass das Alzheimer damit zusammenhängt, ja, also eine falsche Anordnung sozusagen. Die Verbindung ist zwar korrekt, aber die Anordnung im Raum ist quasi inkorrekt. Und das ist eine Idee, dass man damit auch Alzheimer heilen könnte. Und es macht eben diese ganze Wirkstofffindung noch effizienter, weil man eben durch diese 3D-Modellierung am Ende noch besser simulieren kann, welches Molekül ist es denn nun, das so einen Erregerprotein deaktivieren kann. Damit kommen wir zum letzten Thema und sicherlich aktuell das spannendste Thema, nämlich grundsätzlich die Pandemie als solches. Ja, und wir haben Pandemie extra auch als eigenen Cluster genommen, wobei methodisch sozusagen sich die Themen, die wir jetzt besprochen haben, auch ja zur Bekämpfung der Pandemie eben ja anwenden lassen. Also dieses Prinzip, was ich eben ein bisschen geschildert habe, wie finde ich jetzt für einen neuen Krankheitserreger ein Medikament, kann ich natürlich auch auf das Thema Impfstoff übertragen. Und von Moderna wissen wir, dass sie KI wirklich eingesetzt haben in der Pandemie, um ihren mRNA-Impfstoff zu entwickeln. Und bei diesem mRNA-Impfstoff gab es auch ganz viele zig Milliarden, Trilliarden Möglichkeiten. Wie sieht denn jetzt dieses mRNA genau aus? Was denn dann am Ende als Impfstoff wirksam wird und diese Immunreaktion, die erwünscht ist, hervorruft? Und auch hier kam Machine Learning zum Einsatz, um genau die Sequenz an mRNA zu finden, die wir jetzt ja in dem Impfstoff dann auch haben. Und das hat eben auch das schnelle Herausbringen des Impfstoffes ermöglicht und beschleunigt von eben zig Jahren, die es vorher gedauert hat, zu der kurzen Zeit, wie wir es jetzt alle erlebt haben. Genau, genau. Ja, und ich meine, wichtig, also da gibt es einen tollen Podcast auch zu dem Thema, von dem, ich glaube, Machine Learning oder KI-Chef von Moderna, der halt auch sagt, naja, das war jetzt aber auch erst möglich, weil wir die Plattform schon hatten, also die Hausaufgaben hatten wir quasi schon gemacht über 10 Jahre. Und deshalb KI ist auch keine Wunderwaffe. Ja. Und sie fällt vor allem nicht vom Himmel. Sie fällt nicht vom Himmel, ja, und deshalb auch da wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. Wir haben zum Beispiel auch ein Forschungsprojekt gerade mit der LMU zusammen, wo es um die Vorhersage einfach der aktuellen Fallzahlen geht. Ja, wo man sich, das nennt sich dann Nowcasting, kannte ich so vorher auch nicht. Einfach weil die Datenbasis einfach teilweise so schlecht ist, dass wir gar nicht wissen, na, was ist denn aktuell wirklich die Inzidenz ganz konkret. Wir haben immer eine gewisse Verzögerung, die wir mitnehmen. Und da sehen wir eben auch die Grenzen von KI, die Grenzen von Machine Learning. Und es sind halt immer meistens eben die Daten. Es sind nicht die Algorithmen, nicht die Menschen. Und ich glaube, da haben wir gerade halt auch in Deutschland noch ein großes Potenzial abzuwägen, zu analysieren. Na, und du hattest auch, wir hatten das heute Morgen. Genau, also das eine ist natürlich das Thema Bekämpfung des Virus und Schutz von Leben. Das andere ist natürlich auch, wie viele Schutzmaßnahmen brauchen wir wirklich? Ja? Und wie viel Freiheitsgrade können wir auch als Bevölkerung weiterhin noch ausleben? Ja? Und ich glaube, auch da könnten uns Daten helfen, eine bessere Balance zu finden. Wir haben sicherlich mit unserem föderalistischen System in 16 Bundesländern mit 2 Jahren Pandemie theoretisch ganz viele Daten gesammelt, ja, über in welchem Zeitraum waren Ladenschließungen, in welchem Zeitraum war eine FFP2-Maskenpflicht, in welcher Region.
Und man könnte aus all diesen Maßnahmen und dem, was daraus resultiert ist, wunderbar mit Machine Learning Methoden, vielleicht eine Regressionsanalyse ableiten, was hat denn wirklich wie viel gebracht, ja? Um auch dann nach vorne zu schauen und vielleicht datengetriebener abzuleiten, welche Maßnahmen brauchen wir denn jetzt wirklich in der aktuellen Pandemiesituation und welche vielleicht auch nicht. Da würde ich mir ganz persönlich wünschen, dass wir da datengetriebener vorgehen, um eben die Balance möglichst gut auszutarieren zwischen Schutz von Leben, aber auch Freiheitsgraden für uns alle. Genau. Ja, und da freuen wir uns jetzt auf die Diskussion im Panel. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt uns und diskutiert mit. Und wer weitere Fragen hat, addet uns auf LinkedIn. Gerne. Da kann man uns, glaube ich, am besten erreichen. Danke. Ja, ich danke ebenso. Tschüss. Ciao.